Sushi beginnt Dienst. Leuchte. Ich fühle mich nicht gut. Zerstört. Eins. Sanitätsstation. So, jetzt brauche ich hier unten mehr davon. Struktur zerstört. Nicht genug Credits. So, dann habe ich auf jetzt halbwegs jetzt wieder hier im Griff. Ja, bloß nicht vorspulen bei dieser Mission. Unerfüllten Leben. Nur wer hart arbeitet, wird nicht wegen Unfähigkeit gefeuert. Wenigstens bist du nicht krank. Hoshi meldet sich. Eins. Ein Mann in einem schlechten Zustand sollte nicht philosophieren. Ja, definitiv, da kommt nur Blödsinn bei rum. Na, der Android ist hinüber hier hinten. Ist aber nicht so schlimm, wir haben noch Vorrat. Nur wenn alle Brennholz stehen, können wir ein großes Feuer entfachen. Die Basis ist widerlich. Bitte sauber machen. Eins. Sanitätsstation eingerichtet. Gebt mir mehr Personal, Hoshi, wir reden darüber. Aha. Medikamentenförderanlage. Android. Aktiviert. Ich bin so müde. Reinigungsposten. Müssen wir zum Besenschubser, um ein paar Klischees zu bedienen. Zwei Sanitätsstationen eingerichtet. Hi, Kita, altes Mädchen. Nur wenn alle Brennholzstifte können wir ein großes Feuer entfachen. Und als nächstes fällt der im Argon-Gas auseinander, okay. Basiszustand. Kann man die auch in den Jäteposten stopfen, die Androiden? Der hier, Reparaturanlage. Nicht ganz das, was ich suche. Technische Reparaturanlage. Wo ist denn der Carebotter? Da ist der Carebotter. Oh, der beim Strom ist auch ausgefallen. Okay. Argon ist wichtiger, sonst fällt die ganze Basis auseinander. Der macht das schon. Wenn du es am Morgen bereuen wirst, Automatiklaser in Förderanlage. Sicher! Automatiklaser repariert. Wenn du nur 15 Einheiten basteln musst, Alter, ist das ganz schön anstrengend. Energieleistung 50%. Leuchte in Reparatur. Leuchte repariert. Leuchte in Reparatur.
Leuchte. Repariert. Automatiklaser. In Reparatur. So viele Insekten, Alter. 3 von 15, das wird Ewigkeiten dauern. Ich würde ja forschen, aber ich traue mich nicht, dann geht wieder was im Bach runter. Viel Material für Androiden habe ich auch nicht mehr. In Reparatur. Er wartet einen Arbeiter. Repariert. Automatiklaser. In Reparatur. Automatiklaser. Repariert. Leuchte. In Reparatur. Leuchte. Repariert. Also, dass ich überhaupt... Nein, es ist ein Roboter weg, der für das Argon gesorgt hat. Leuchte. Repariert. Android. Aktiviert. Automatiklaser. In Reparatur. Venus, mach keinen Feierabend. Wir haben zwar noch ein bisschen Munition, aber nicht mehr so viel. Automatiklaser. Repariert. In Reparatur. What the fuck? Anstrengend, anstrengend. Leuchte. Repariert. Mein Lohn enttäuscht mich. Hinterher wird das hier oben ein einziger Laser die ganze Zeit schon aus und hier unten hast du irgendwie so 4 stehen, 5, 6, 7. Hier hinten geht's auch. Also hier ist echt krank. Automatiklaser. Nur in Reparatur. Wird nicht wegen Unfähigkeit gefeuert. Ja gut, das stimmt wohl, Zang. Da gebe ich dir recht. Repariert. Okay, der Schwester ist der hier hinten aktuell. 1, 2, 3. In Reparatur. 3 Androiden haben wir gerade nur, oder? Leuchte. Repariert. Wo kann ich das denn sehen? So eine Übersicht für die Androiden wäre halt ganz witzig, anstatt einfach nur diesen einzelnen eigenen Knopf hier. Repariert. Geräteposten. In Reparatur. Wenn uns mit Androiden nicht mit der Zeit verfallen würden, wäre das halt einfach viel zu einfach. Dann hast du einen Androiden und dann brauchst du noch mehr, dann hast du irgendwann alles mit Androiden vollgestopft und... Easy, hast gewonnen. Automatiklaser. In Reparatur. Automatiklaser. Repariert. Leuchte. In Reparatur. Wenn man der Wahrheit näher kommt. Jetzt fressen die uns Viecher diesmal das Grünzeug nicht weg. Leuchte in Reparatur. Die Käfer müssen mittlerweile alle ausgerottet sein. Sieht besser aus als eben zumindest. Automatiklaser in Reparatur. Der nächste Android, was macht der? Automatiklaser repariert. Könnte sich mal hier um die Nährstoffförderanlage weiter kümmern. Nahrungsernte in Reparatur. Wobei das geht eigentlich, da ist der Verbrauch gar nicht so hoch. Nahrungsernte repariert. Android aktiviert. Automatiklaser in Reparatur. Automatiklaser. Repariert. Leuchte. Wie ist denn so der Zustand? 2 Müll, 3 zu reparieren. Ist ja
doch mal alles auf den Boden schmeißen müssen, diese Bewohner, und nicht einfach das alles schön selber feinsäuberlich entsorgen. Und irgendjemand muss hinterher kehren. Und dann beschweren sich, dass die Basis dreckig ist. Jäteposten? Automatiklaser. Oh, Jäteposten. Tatsache. Dann habe ich einen Job für dich, Kleiner. Automatiklaser. Repariert. Jäte hier mal das Grünzeug weg. Ich hoffe, das bezieht sich auf dieses hier, auf dieses Striper-Hügel. Kann ich gesehen, dass ich einen Jäteposten die ganze Zeit schon habe? Wann habe ich den gebaut? Ach da, Jäteposten. Ich vergesse mal, welche Menüs die sind. Jäteposten. Repariert. Leuchte. In Reparatur. Ja, sehr schön, die Striper-Hügel. Leuchte. Repariert. Die sind nämlich scheiße. Fackel mir aber nicht die Pflanzen ab. Automatiklaser. Danke, braver Junge. Automatiklaser. Repariert. Leuchte. In Reparatur. Jäteposten. Leuchte. Repariert. Argon-Gas-Förderturm. In Reparatur. Argon-Gas-Förderturm. Repariert. Fliegt denn das Hoverbike rum? Weil es ist hier am schlimmsten hier oben. Repariert. Android aktiviert. Automatiklaser in Reparatur. Hoshi, beginnt Dienst. Automatiklaser repariert. Ich früher drauf kommen können, dann müssen wir nicht so viel auf Argon stopfen. Ich vorher mal den Planeten einfach aufgeräumt. Ich Doofkopf. Naja, gut. Besser spät als gar nicht und so, dass man halt noch was davon hat. In Reparatur. Das heißt aber, dass die Argon-Produktion ja nicht so stark nachgemacht werden muss, dann muss ich mich nur noch um diese komischen anderen Viecher kümmern. Basiszustand. So, Vegetation 0%. Wobei der noch irgendwo hin will. Da kümmert sich jetzt um Sauerstoff. Deine zweite Arbeit wird. Das da sein? Schön. So ruhig plötzlich. Auf die Idee bin ich echt früh gekommen. Oh Mann ey. Hätte ich das einfach sofort realisiert, wäre das so einfach gewesen. Dann wäre es halt so ein paar Sekunden und dann war das durch, das Thema. Basis wird angegriffen. Na, da kommen wieder welche. Aber die scheinen hier unten aus dem Gebirge rauszulaufen. Die scheinen da zu spawnen, weil 1% Vegetation ist immer noch irgendwo. Sauerstoffanlage. Basis wurde Gesichtkraftwerk. Gebäude kann hier nicht errichtet werden. Basis wird angegriffen. Ich sehe mir gerade, wo ist der Balken? Da hängt einfach der Roboter davor. Okay, easy. Basis wird angegriffen. Bald habe ich genug, um hier zu verschwinden. Basis wurde gesichert.
Basis wird angegriffen. Eine Mission erfolgreich. So, easy. Diese ganz kleinen Mini-Käfer da. Schön, einmal Neustarten geschafft, 2 Stunden insgesamt jetzt schon aufgenommen, das ist schön. Wir schauen uns das ja noch an. Blackwater Industries. Gute Nachrichten, die Scans zeigen Titanvorkommen an. Und was noch besser ist, die Abbaurechte für den Schwesterplaneten 4b von Celesuan gehen an die Firma, die dem örtlichen Systemleiter als erstes eine Ladung von diesem Zeug als Anreiz übergibt. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, arbeitet Heronbergbau schon auf diesem Planeten. Also fangen wir besser gleich an. Hey Venus, schön wieder hier zu sein. Wie es aussieht, ist hier endlich mal was los, oder? Der kleine Slim hier dachte, wir könnten vielleicht unsere Gegner in die Luft jagen. Das wäre doch was, oder? Schön, dass du wieder zurück bist, Stick. Aber die Vorschlaghammer-Methode kannst du vergessen. Die haben nämlich Laserwaffen ohne Ende. Haben wohl schon gehört, dass wir kommen. Cool. Titan 50, wahrscheinlich vor den anderen ab. Ja, Mann, ich heiße Slim. Und mehr brauchst du nicht zu wissen, ey. Okay, Slim, ey. Mission starten. Aktiviert. Verbotene Zone speichern. Zivilis. So. Das Sonnenshuttle kommt an. Ah, hier oben sind die anderen. Mit ihren paar Laserwaffen. Wahrscheinlich ballern die mein Titanenzeugs ab. Wenn ich nicht aufpasse. Das wird ätzend. Wenn diese Laserdinger jetzt halt auf meine Titanroboter ballern, von denen die erstmal 3 da hinten stehen haben. Wie viel Argongas haben die da hinten einfach mal rumliegen. Das ist unfair, ich will auch so einen Luxus haben. So eine Schweinerei. Na gut, aber das sehen wir alles in der nächsten Folge, wenn ich dann wieder versuche, mich durch dieses Chaos hier durchzuklicken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.